Und meine Mutter hat immer gesagt, gegessen wird, was auf den Tisch kommt, Junge. Hätte ich bei dem schärfsten Chili der Welt hier nicht machen sollen. Habanero Chili war ein Wahnsinn. Aber ich habe mir gedacht, das, was die im Beitrag gleich essen, das schaffe ich auch. Ist nicht so. Es gibt Menschen, die schaffen das in rauen Mengen. Sein Name Painmaker. Seine Geheimwaffe Chilischoten. Sein Auftrag Soßen schärfer als die Polizei erlaubt. Ralf Novak ist Deutschlands schärfster Soßenmacher und lädt zum berüchtigten Chili-Wettessen. Nur die Härtesten überstehen die Herausforderung der kleinen Früchtchen. Da bleibt kein Auge trocken und keine Stirn ohne Schweißperlen. Schutz steht an erster Stelle, wenn Ralf Novak den scharfen Früchtchen zu Leibe rückt. Heute sind es rote Habaneros, ausgesucht für einen ganz besonderen Anlass. Heute kochen wir unsere Wettkampfsoße für unser Chili-Wettessen am Sonntag. Und da machen wir die weltberühmte 14er. Die 14er mit 95.000 Scoville, eine aus einem ganzen Arsenal an Scharfmachern. Ralf Novak überzeugt sich von der Qualität seiner Rohstoffe für die Soßenproduktion am liebsten selbst, zum Beispiel auf dem Großmarkt. Morgen, Herr Steiger. Hallo, nochmal guten Morgen. Und, wie geht's? Alles danke, Gute? Gut, ja? Herr Steiger, ich brauche was Scharfes. Dann nehmen Sie mich selber, ich bin gerade zur Verfügung. Auf dem Einkaufszettel rote und gelbe Habaneros, maximal 600.000 Scoville. Ich schau mal gerade. Die gelbe da, die schauen echt klasse aus und die rote auch. Ja. Ich darf mal. Weitestgehend schön, doch, prima. In Sachen Schärfe ist Ralf Novak abgepult. Und Sie können da so reinbeißen? In der Zwischenzeit schon. Ja. Ich hab's mal versucht reinzubeißen, habe ich 3 Tage Tränen in den Augen gehabt. Ja. Jetzt haben wir noch einen schönen roten da, also wenn die genauso sind. Im Geschmack fällt die gleiche Chili-Sorte immer wieder anders aus. Wir haben jetzt welche zum Beispiel, die können äußerst fruchtig sein, so ein Pfirsicharoma haben und von der Schärfe her eher milder. Und dann haben wir welche, die haben auch ein kräftiges Fruchtaroma, aber eine unbändige Schärfe. Das ist immer unterschiedlich und wenn das jetzt eine Charge ist, ich probiere das jetzt dann und dann kann ich das einschätzen, wie das in der Kochung später rauskommt. Vor 2 Jahren kam der gelernte Koch auf die Chilis und die Idee, daraus Soßen herzustellen. Ralf Novak war es leid, scharfe Soßen nur als Importware kaufen zu können. Ein Leben ohne Chili kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich liebe diese Frucht, sie schmeckt hervorragend, sie ist gesund. Man hat noch viele andere schöne Wirkungen, aber hauptsächlich, sie macht Spaß und schmeckt gut. Jede Chili vom Großmarkt kontrollieren Ralf Novaks Mitarbeiter noch einmal per Hand. Handschuhe sind dabei Pflicht. Hallo. Hallo. Da liegt aber was in der Luft. Gut? Mhm. Schön scharf sind sie, ja. Mir schaut's alles gerne. Ab und zu ein bisschen schwarz. Okay. Also, aber heftig, gell? Ja. Bis nachher. Ciao. Zum Waschen und Abtropfen der Habaneros greift Uwe Förster zu härterem Geschütz, Gummihandschuhe. Der Scharfmacher in den Chilis, das sogenannte Capsaicin, hat sich schon zu sehr im Wasser verteilt. Auf nackter Haut könnte das unangenehm bis gefährlich werden. Im Prinzip nichts anderes, wie wenn man sich mit heißem Wasser oder sowas verbrennt. Ganz schwer zu beschreiben. Was es dann halt auch gibt, ist so eine Geschichte, wenn man auf eine Heizung langt. Wenn man einfach die Hand auflegt und dann wird es immer wärmer und wärmer, wie die Heizung dann einem das Gefühl hat, immer wärmer und wärmer zu werden. Und das kann sehr unangenehm sein, gerade beim Autofahren oder so irgendwas. Die gewaschenen Chilis kommen in einen riesigen Kochtopf. Was hier gleich brodelt, ist die 14er für das Schärfewettessen. Durch das Erhitzen büßen die Chilis übrigens nichts von ihrer Schärfe ein. Ralf Novak fügt Honig und frischen, geschälten Knoblauch hinzu. Das komplette Rezept verrät er uns natürlich nicht. Hier kommen jetzt unsere Gewürze, hauptsächlich jodiertes Speisesalz und einige unserer geheimen Zutaten. Unter anderem eine Flüssigkeit, die aussieht wie aus einer Hexenküche und etwas ganz besonders Scharfes, von dem man sich lieber fernhält.
Hier haben wir jetzt das Capsaicin in gelöster Form. Das ist also jetzt das, was wir in der Pflanze haben. Das ist hier ein Extrakt mit 2,3%, entspricht etwa 400.000 Scoville. Wogegen hier ist jetzt das Ultimative. Hier haben wir reine Kristalle mit über 16 Millionen Scoville. Also das hier ist absolut das Schärfste, das es auf der Welt gibt. Keine Angst, die Kristalle bleiben in der Dose. Von dem Extrakt allerdings fließt ein guter Schuss in den Topf. Alles zusammen muss jetzt für circa eine Stunde bei 100 Grad kochen. Diese Zeit nutzt Ralf Nowak und schaut bei einem benachbarten Gärtner vorbei. Auch ihn hat er schon mit dem Chili-Virus infiziert. Jo, ich wollte mal schauen, was die Babys machen. Sie reifen jetzt allmählich. Oh. Da, immer die erste. Sehr schön, sehr klasse. Gut. Dann gucken Sie mal, was da dran hängt. In seinem Gewächshaus hat Gerd Kaltenbacher kurzerhand Platz für die Chilis geschaffen. Hier haben wir eigentlich Sommerschnittblumen hingehabt in dem Haus. Aber da haben wir die halt rausgeschmissen, sind auf die Chilis gegangen. Um zu experimentieren. Das hier ist unsere große Spielwiese, auf der wir uns im Chili-Bereich richtig austoben, neue Pflanzen heranziehen und unter anderem auch eine Weltneuheit entwickeln, die ganz speziell für die Edelgastronomie vorgesehen ist. Mit einem überdimensionierten Mixer püriert Ralf Nowak die Habaneros und die übrigen Zutaten. Anschließend wird es Zeit für eine feurige Geschmacksprobe. Echt super. Boah, klasse. Die tut so weh. Das ist die ideale Soße für unseren Wettbewerb. Boah. Noch heiß füllt die Kollegin die Soße ab. Dabei ist es wichtig, dass die Temperatur konstant bleibt. Wir messen jetzt die Abfülltemperatur. Unsere Standards heißen, dass wir zwischen 95 und 85 Grad abfüllen, um eine Keimausblühung zu verhindern. In der noch jungen Soßenmanufaktur entsteht fast alles in Handarbeit. Mit geliehenen 1.000 Euro hat Ralf Nowak vor 2 Jahren angefangen. Mittlerweile plant er bereits eine Vergrößerung seiner Produktion. Jeden Tag haben wir mehr Anfragen und das macht einen wirklich stolz. Das zeigt, dass wir vielleicht mit diesen Soßen, dass wir einfach da das Richtige gemacht haben. Neben der Nummer 14, die hier gerade zugeschweißt wird, vertreibt Ralf Nowak 6 weitere Chili-Soßen in unterschiedlichen Schärfegraden und Geschmacksrichtungen sowie 2 Barbecue-Soßen. So, und nun kommt die absolute Weltsensation, eine einmalige Sonderedition. In dieser Ausführung gibt es tatsächlich nur ein einziges Mal. Für den Chili-Wettkampf packt er dann aber doch die Nummer 14 ein. USK-Treffen in Überlingen am Bodensee. Heiße Kurven, harte Kerle, hohe Drehzahlen. Der passende Rahmen für Ralf Nowaks scharfe Soßen. Jeder, der mutig genug ist, darf probieren. 13 Uhr heißt Chili. Ist das ein angenehmes Auf eigenes Risiko. Ich meine, ich finde jetzt eher ein bisschen langweilig. Ist gut. Jetzt kommen die Hot Mamas. Allesamt mutig, aber nicht mutig genug, um am großen Chili-Wettessen teilzunehmen. Ralf Nowak präpariert die Currywurst für die Vorrunde mit einigen Tropfen Chili-Extrakt. Jeder Einzelne hat 1 Million Scoville. Und dann die gute 14er, die wir ja extra dafür produziert haben, heute für den Wettkampf. Und jetzt schauen wir mal, wer es aushält, wer als erstes hier in Schwitzen kommt.
Ins Schwitzen kommen sie mit Sicherheit alle. 11 Teilnehmer wollen den Kampf mit den Chilis aufnehmen. Unter ihnen Stefanie, Michael und Alex Beck. Zum Löschen stellen die Mitarbeiter Milch bereit. Wer während dem Essen die Milch benutzt, für den ist es vorbei. Den Teilnehmern dämmert es erst jetzt, worauf sie sich eingelassen haben. Stefanies Nervosität steigt. Ja, schon sehr. Aber ich werde es schaffen. Das auf jeden Fall. Weil wir haben gesagt, 3 Männer schaffen auf jeden Fall. Okay, hast du hier neben dir einen Mann? Meinst du, den schaffst du auch? Aber klar. Nee. Der wird vor mir gehen. Ich bin einer von denjenigen, die nicht schaffst. Jetzt bauen wir die Damen. Okay. Schon die scharf gepimpte Currywurst hat's in sich und sie ist nur der Vorgeschmack. Und los geht's! Die Aufgabe der Vorrunde: aufessen und dann entscheiden, ob man überhaupt noch weiter mitmachen möchte. Ein kleines Rantasten an die Schärfe sozusagen. Schon scharf, ja. Alle kämpfen mit der 14er Soße und dem Chili-Extrakt auf der Wurst. Alex aber kämpft einen noch größeren Kampf. Sein erstes Fleisch seit 10 Jahren. Du musst es schnell essen. Ich bin Vegetarier. Die Körper rebellieren mit Schluck auf. Euer Körper wird sich jetzt in diesem Moment an die Schärfe gewöhnt haben. Oder verabschieden. Ja. Schön tief durchatmen, das ist ganz wichtig. Ich glaube erstmal, die erste Runde haben sie überstanden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenapplaus wert. Die Vorrunde haben alle geschafft. Einer jedoch scheidet freiwillig aus und rettet sich in die Nähe der Sanitäterinnen. Die richtige Entscheidung, denn diese Höllenportion erwartet die Kandidaten als nächstes. 100 Gramm Schälchen klein gehäckselte Habanero Chili pur. Ich denke, dass heute das Maximum in 10 Minuten, denke ich, bei 250 Gramm liegen wird. Da wollen wir uns jetzt mal überraschen lassen. 10 Minuten haben die Kandidaten Zeit. Wer innerhalb dieser Zeit am meisten Chili schafft, gewinnt. Merken Sie ein leichtes Kitzeln im Innenohrbereich. Bitte sofort aufhören. Das ist das Signal Ihres Körpers, der sagt noch ein bisschen mehr. Und ich schalte auf Not aus. Das heißt, Sie würden dann rückwärts hier vom Bänkchen fallen. 4, 3, 2, 1, Start! Alex wappnet sich mit Sonnenbrille und Olivenöl gegen die Schärfe. Andere hauen einfach todesmutig rein. Ihr werdet mich nicht weinen sehen. Die Gesichter glühen, der Schweiß rinnt, die Augen tränen. Nach wenigen Minuten gibt der Erste auf. Ja, bringt nichts mehr. Auch Alex kämpft jetzt mit der Schärfe. Ich kann nichts mehr sagen. Meine Stimme versagt. Sorry. Die nächsten zwei geben auf und greifen zur Milch. Und wie steht's um die beiden einzigen Frauen? Ich glaube, ich war doch aufhören, oder? Wie soll die Schüssel weg, oder was? Noch nicht, noch geht's. Die Mädels hier, die sind hier noch am Essen. Hammerhart. Du könntest eigentlich auch verschminken, ne? Wir haben Ziel, haben wir erreicht, ja. Noch 2 Minuten. Das ist dann doch zu viel für Stefanie. Also ich bin raus. 3 Männer hat sie besiegt, Alex allerdings nicht. Einer schaufelt unbeeindruckt weiter. 3, 2, 1 und Feierabend! Danke! Geschafft. Aber der Habanero hinterlässt Spuren. Die Hände waren pelzig langsam. Die Zunge spüre ich fast nicht mehr. Bis hier fällt mir aus, alle Schälchen werden eingesammelt und abgewogen. Erst dann steht der Sieger fest. Alex und Stefanie löschen erstmal mit Honig. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt noch aufstehe, dann zieht es mir gerade die Beine weg. Da ist Tätowieren und Piercen richtig angenehm dagegen. Da macht das wirklich Spaß.
Die Siegerehrung. Stefanie hat es auf Platz 6 geschafft mit 34 Gramm. Alex auf Platz 4 mit 38 Gramm. Und jetzt kommt die Überraschung mit dem ersten Platz. Herr Ralf Müller mit 160 Gramm. Wow. Gratulation. Ein Lächeln für die Kameras, aber mit Sicherheit hat so viel Schärfe bei ihm noch ein Nachspiel. Apropos Schärfe, Senf kann auch ziemlich scharf sein. Und wenn man jetzt noch ein bisschen von dieser Hot-Mama-Soße dazu machen würde,